Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Ich hoffe natürlich, dass es euch allen gut geht. Ich bin hier gerade mit Melissa und noch einem Freund, der lebt hier in Korea. Und wir sind heute in Myeongdong, das ist so ein Stadtteil von Seoul in Korea. Und hier ist halt Streetfood richtig bekannt, deswegen wollen wir das hier unbedingt essen gehen. Ich werde deswegen auch dieses komplette YouTube-Video über Streetfood einfach nur machen und wir werden ganz viel probieren. Okay Leute, wir sind jetzt in der Straße, wo ganz viel Food ist. Das essen wir nicht, ich mag das nicht. Wundert euch nicht, warum ich zwischendurch immer wieder Voice-Overs machen muss. Ich hatte Probleme mit dem Ton, deswegen. Auf jeden Fall sind wir an so ganz vielen Ständen vorbeigelaufen und das meiste sah so ekelhaft aus. Aber ein paar Sachen noch richtig cool. Es ist einfach so unfassbar voll hier. Melissa, ist dir kalt? Nö, dir? Mir ist so kalt. Unser Plan ist es, mit Tteokbokki zu starten. Das ist genau das hier. Das sind so Reiscakes mit so einer scharfen Paste, so Soße. Und es ist so bekannt hier in Korea. Okay Leute, Dani kauft sich jetzt Tteokbokki. Das kostet 5000 Won. Das sind ungefähr 3,50 €, glaube ich. Vielleicht 4 €, keine Ahnung. Alter, wie die hier immer drängeln, ne? Okay, die packen dir das dann so ein. Das ist dann nur eine kleine Portion. Obwohl man eigentlich viel bekommt, aber wir sind hier in einer teuren Gegend. Das ist so wenig. Ne? Ich mache jetzt einen Taste-Test. Oh, das ist echt lecker. Es war so eine schlechte Idee, an einem Samstagabend zu kommen. Hier ist es so voll. Leute, die verkaufen hier auch richtig cooles Mochi und so. Das Problem ist nur, wir hassen rote Bohnen und da ist halt überall so ein bisschen rote Bohnen mit drin. Seht ihr das? Deswegen wird das hier nichts. Aber wir wollen unbedingt dieses Käsezeug hier probieren. Da ist halt Käse drin und so soll das Ganze innen aussehen, also mit Käse. Das hier kostet diesmal 4000 Won, das steht da auch. Ach so, in Euro sind das ungefähr 3 Euro. Oha. Das ist besser. Das ist viel besser als das, was wir probiert hatten. Hallo. Hi. Ihr lebt auf meiner For You. Ehrlich? Ah, ich will nur Hallo sagen. Habt ihr viel Spaß? Nee, ihr auch. Viel Spaß. Einfach Zuschauer aus Deutschland in Korea. Ich finde, das schmeckt richtig gut. Du musst hier reinbeißen, damit der Käse mit dabei ist. Das ist voll lecker, oder? Mm, das schmeckt wie Creme Brûlée. Nee, doch, gar nicht. Ja. Das Ding ist, wir können halt nicht immer alles aufessen, weil wir so viele Sachen probieren wollen. Deswegen nimmt er dann immer den Rest und er isst es dann für uns auf. Wir machen uns jetzt auf die Suche, was wir als nächstes probieren könnten. Melissa, wo bist du? Da. Ey, ich verliere Melissa die ganze Zeit. Ey, hier sind so viele Menschen, ne? Ey, das sieht irgendwie auch cool aus. Wollen wir das probieren? Okay, also einmal haben sie so normale Churros und dann haben die noch so ein Eis. Melissa, was möchtest du von den beiden Sachen haben? Okay, Dani will jetzt hier so Oreo-Churros probieren. Welches nehmen wir? Du darfst einfach ein so ein Ding nehmen, oder? Ja, natürlich. Zu viel. Einfach ein mit Füllung. Okay, okay. Also das ist so ein Churros und da ist eine Füllung mit drin. Okay. Ich glaube aber davon werde ich tatsächlich nicht so ein krasser Fan sein, aber trotzdem, man muss immer neue Sachen probieren. Ja, sehr Churros-san, sehr. Das sieht so traurig aus. Vor allem, wir hatten letztes Mal ein so großes gekauft und das ist so mini. Kamsahamnida. Der ultimative Taste-Test. Das ist so eine Friendsauerei. Oh nein. Oh nein. Okay, man muss das hier wohl oben so drauf machen. Wow. Wow, schmeckt scheiße. Nein. Okay, Leute, probiert jetzt auch hier ein Oreo. Ich mache hier oben die Soße rauf. Lass mal ihm geben, unseren lebenden Mischlocker. Das schmeckt echt nicht gut. You can have it. Everything again. Ich habe mir, glaube ich, gestern oder so erst Churros geholt, aber halt woanders. Und da war es so lecker und die Füllung war halt innen drin. Ne? Und ich war deswegen gerade so enttäuscht, weil man die Soße einfach selber drauf machen musste. Was war das denn? Okay, Leute, das hier nennt sich Tanghudo. Und das ist so mit Zucker überzogen. Und das sind Früchte. Leute, das sieht einfach unecht aus, finde ich. Da sieht man auch, wie das Ganze hergestellt wird. Melissa ist hier einfach der beste Kameramann der Welt. Okay, wir holen einen Mix aus Erdbeeren und Kodo. Haha, schau mal, wie schön das aussieht. Oh mein Gott, so lecker. Ich glaube, die wollen durch. Lass das schmecken. Danke, danke. Einfach noch Deutsche hier getroffen. Ja. Hör auf so zu schauen, das ist lecker. Das ist wie Glas irgendwie. Man kann sich damit schneiden im Mund. Ja, ich habe mich auch geschnitten.
Ich habe vergessen, wie das hier heißt. Auf jeden Fall waren das so Kartoffelspiralen. Und in Deutschland sind die immer richtig lecker. Also die habe ich manchmal auf dem Weihnachtsmarkt gefunden oder so. Aber hier konnte man sie noch in so Käsepuder eindippen. Das war nur leider ein Fehler, weil das war viel zu salzig. Deswegen fand ich es jetzt nicht so lecker. Und es war auch nicht so knusprig. Und die Stange hat umgerechnet ungefähr 3,50 Euro gekostet. Melissa hat das Ganze auch probiert, aber ihr hat es jetzt auch nicht so gut geschmeckt. Das sieht man auch gleich am Gesichtsausdruck. Weiter geht's, würde ich sagen. Nee, das war nicht der Stand. Wir wollen eigentlich unbedingt noch Corn Dogs essen. Das sieht man hier. Aber das Problem ist, dass das irgendwie so nicht so lecker aussah. Wir hatten einfach den Fehler gemacht und sind an einem Samstag hingegangen und es war so unfassbar voll, Leute. Und dieser Streetfood-Markt hat einfach so viele verschiedene Sachen, also jeder wird da irgendwas finden. Natürlich konnten wir jetzt nicht alles probieren, aber wir haben versucht, so die coolsten Sachen rauszupicken oder zumindest die Sachen, die wir halt mögen. Okay, Leute, hier verkaufen die Cruffles. Das ist so eigentlich, das ist eigentlich ein Croissant, oder? Was dann aber so glatt gedrückt wurde. Welches wollen wir nehmen? Nee, ich glaube, das schmeckt nicht. Wollen wir uns Maple holen? Ein Croffel für 5000 Won. Germany. Play. Okay, Leute, so sieht das Ganze aus. Du bist voll. Es schmeckt voll lecker. Es ist sogar noch warm. Ich dachte, die geben uns das Kalte. Ganz am Nieder. Oh, wie süß hier. Oh, die ist echt süß. Oh nein, wie süß. Die Waffe wird sauber. Krasser Extra-Service hier. Er probiert jetzt auch. Also der probiert immer alles mit, weil wir halt nicht so viel essen können, deswegen. Good, right? Leute, das hier ist wirklich lecker. Probiert das auch mal, wenn ihr hier seid. Unbedingt. Danach sind wir an einem Granatapfelstand vorbeigekommen. Oh, das kostet 7000 Won, aber. Ja, aber das ist normal, weil. Also, erstens ist hier alles überteuert und zweitens ist das halt einfach. That's very expensive for fucking juice. But I always wanted to try the pomegranate juice. And it's like 100% you can see it because it's like he's grinding. It's not like some fake stuff. Yeah. Die pressen das da so und dann in so eine kleine Tüte da. Seht ihr diese Tüten da? Sieht einfach aus wie Blut oder so. Irgendwie, da kommen drei oder vier von diesen Teilen rein. We love pomegranate juice. Hier hatte ich auf jeden Fall wieder ein bisschen Probleme mit dem Ton, weil in dem Laden nebenan Musik abgespielt wurde, die ich halt nicht in dieses Video reinnehmen darf. Aber es war lecker und hat sehr frisch geschmeckt. I like it because it's just... It just feels 100%. Aha. Danach hat Melissa das Ganze probiert und ihr seht doch gleich an ihrem Ausdruck, sie fand es so, naja. Ja, play. Und als letztes habe ich noch ein bisschen was daraus getrunken, wundert euch nicht, ich habe währenddessen auch noch einen TikTok gedreht und ich fand es eigentlich voll lecker, aber wie gesagt, den Preis nicht wirklich wert. Wir holen uns jetzt hier Corn Dogs, so sieht das Ganze aus. Eigentlich macht man das mit Würstchen und wir haben aber jetzt nur Käse drin, Käse, weil sie halt kein Schwein ist. Wir haben das übrigens auch so mit Kartoffel drin, hier sieht man das Ganze. Tja, was noch? Keine Ahnung, mach einfach so, dass es cool aussieht. Ist doch ein Erfolg bei dem. Ich hoffe, ich krieg das auch so gut hin wie sie. Mach ein bisschen hoch und beiß nochmal rein. Fuck. Oh Mann. Oh nein. Egal. Mal schauen, ob er das mit dem Käse besser hinbekommt als ich. Oh! A little bit. Better than me. I think the cheese is not... Yeah. Okay, Leute, wir haben uns jetzt einfach Tee geholt, weil uns so unfassbar kalt war. Okay, ich probiere jetzt meinen Tee. Wait, the... Ist so kalt. That one. Junk food. Dankeschön, dass ihr euch das Video bis zu diesem Zeitpunkt angeschaut habt. Ich habe am Ende vergessen, hier ein Outro zu drehen. Deswegen ist jetzt irgendwie 2 Wochen später oder so. Aber pssst, muss niemand wissen. Ich bin mittlerweile bei meiner Oma. Davor war ich bei meiner Tante. Und da habe ich auch ganz viele YouTube-Videos gedreht. Die kommen dann auch die nächste Woche online. Und Leute, ich freue mich so. Ich bin jetzt noch einen ganzen Monat in Korea. Und es wird noch so viel cooler Content kommen. Also bleibt gespannt, okay? Ich würde mich super über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr mich abonnieren würdet, dann verpasst ihr nämlich auch nichts. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Ciao!